Herzlich willkommen, lieber Schütze. Wir gucken heute auf deine nächste Woche, 11. bis 17. Dezember. Und ich lege euch heute ein keltisches Kreuz. Ich weiß, dass ich da ein bisschen durchbrettern werde. Ich werde versuchen, unter 10 Minuten zu bleiben. Aber ja, oh, Schütze, was los? Wie gesagt, ich versuche die Wochenlegungen immer relativ knapp zu halten, damit ihr Bescheid wisst und euch das auch wirklich anguckt. So, drei der Schwerter. Das ist tatsächlich so eine komische Energie. Du bist hier todtraurig. Ich habe dich hier auch weinend irgendwie im Kartenbild drin und gleichzeitig weißt du aber, durch diese Trauer wird es dir besser gehen, ja? Acht der Kelche ist eine typische Energie. Ich kann über etwas hinwegkommen. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Phase, wo du nochmal auf eine alte Wunde guckst, auf eine alte Verletzung, vielleicht eine Trennung, die nicht schön gelaufen ist. Ich habe dich hier so in dieser Energie, als ob diese Trauer nötig wäre, damit es dir langfristig besser geht, ja? Das ist so sehr, sehr schön. Auf der einen Seite ist natürlich die Traurigkeit, diese verhagelte Stimmung. Auf der anderen Seite sehe ich hier aber auch, wenn es dich erstmal verunsichert oder wahnsinnig verunsichert, es scheint ein Prozess zu sein, um über irgendetwas oder irgendjemanden hinwegzukommen, ja? Und das sieht hier tatsächlich aus wie etwas, was du vielleicht auch lange vor dir hergeschoben hast und was dich jetzt vielleicht auch einholt. Wir haben im Dezember wirklich eine wahnsinnige, magische, energetische Zeit, ne? Deswegen war mir auch nochmal wichtig, dass wir ein bisschen tiefer gucken oder ein bisschen mehr Karten legen, damit ihr ein bisschen besser Bescheid wisst, ja? Auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen, wenn einige von euch das Gefühl haben, ich rutsche hier durch das Thema durch, ja, aber ich möchte das wirklich unter 10 Minuten halten. So, wir haben bei dir Königin der Münzen. Das ist die bewusste Karte, die bewusste Ebene. Du weißt, dass du dran arbeitest und du bist da auch gerade sehr, sehr fleißig. Ja, das ist sehr, sehr schön. Die Königin der Münzen hat hier eine Münze in ihrem Schoß. Sie weiß, dass sie ihr Glück selber voranbringen muss, dass sie es wirklich auch zum Wachsen bringen muss. Sie sitzt inmitten eines sehr reichen, blühenden Gartens. Den hat sie sich selber so gemacht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen die Erinnerung, dein Leben ist das, was du draus machst. Und häufig nutzen wir einfach nicht die Chancen oder die Ressourcen, die uns irgendwie vom Universum bereitgestellt werden und verharren so ein bisschen in so, ja, in so eine Energie von wegen, ich kann da sowieso nichts machen. Ne? Das ist nochmal die Erinnerung. Du kannst da was machen. Du kannst fleißig sein, du kannst ordentlich was voranbringen. Dein Leben sieht so aus, wie du es dir gestaltest. Ja? Das ist dir aber tatsächlich an dieser Stelle bewusst. Vielleicht guckst du auch gerade bewusst auf eine Wunde, um drüber hinwegzukommen. Ja? Natürlich tut das weh. Natürlich ist das anstrengend. Ja? Aber es wird nachhaltig sein. Im Unterbewusstsein, ach nö, haben wir den Teufel. Ja, das ist eine schwierige Karte. Jetzt müssen wir reden. Der Teufel ist immer so eine schwierige Energie, weil er immer so selbst gewählte Abhängigkeiten anzeigt, beziehungsweise selbst gewählte Dinge, die uns, die ungesund sind. Toxische Beziehungen zum Beispiel, ne? Ich bleibe in einer toxischen Beziehung, weil ich irgendwie den Ausweg nicht finde oder weil ich irgendwie mich darauf konzentriere, die schönen Sachen zu sehen und nicht die negativen Sachen. Sowas zum Beispiel. Es kann auch sein, dass das hier im Thema Sucht oder Übermäßigkeit, ungesunde Übermäßigkeit zu finden ist. Ich esse zu viel Süßigkeiten in der Weihnachtszeit. Ich weiß, dass das total ungesund ist. Vielleicht hast du auch schon so einen beginnenden Diabetes, keine Ahnung. Aber es wird sich trotzdem irgendwie schön geredet. Da musst du tatsächlich noch mal ein bisschen gucken. Ich habe dich hier zwar in so einer Macherposition, aber es scheint in die falsche Richtung zu gehen. Vielleicht rechtfertigst du das, was dich gerade traurig macht. Und in Wirklichkeit kommst du aber nicht richtig aus dieser Energie raus oder aus dieser Beziehung oder aus diesem Zwischenmenschlichen, was eigentlich total ungesund ist, ja? Bitte mal drüber nachdenken. So, wir gucken jetzt einmal auf die Vergangenheit. Der Tod, okay, da hat sich was totgelaufen. Da hat sich auch irgendwas nachhaltig verändert. Irgendwas, wogegen du dich wahrscheinlich gewehrt hast. Der Tod kommt häufig mit so einer transformativen Energie, die wir selber irgendwie, wenn wir, wie beschreibe ich das, wenn wir es selber nicht gebacken gekriegt haben, ja, dann regelt das das Universum und nimmt es irgendwann von uns weg. Ne? Zum Beispiel, ich weiß nicht, der toxische Ehepartner, der einen immer wieder betrügt und man ist eigentlich todunglücklich, schafft aber selber den Absprung nicht. Dann kann das sein, dass das Universum das so regelt, dass der toxische Partner sich fremd verliebt und dich verlässt. Ja? Dann ist diese böse Energie, nenne ich es jetzt mal, ne? Diese dunkle Energie, das, was uns krank macht, hat sich von alleine erledigt. Ne? Das läuft sich dann von alleine tot und wir sind so ein bisschen in dieser. Ja, wir stehen vor vollendeten Tatsachen, ne? So von daher, ja, das sehe ich hier bei dir auch. Oh.
Das Ding ist, dass du das tatsächlich nicht richtig wahrnimmst. Ich habe dich hier wirklich in einer Position, wo du an etwas festhältst, was dir lange, lange, lange schon nicht mehr gut tut. Und du bist in so einer Energie, wo du aber denkst, ja, also besser so eine Beziehung als gar keine. Ja, das ist jetzt mal ein Beispiel mit der toxischen Beziehung. Wie gesagt, es kann sich um alles Mögliche handeln. In erster Linie solltest du dahin gucken, was dir nicht gut tut und was ungesund ist. Und das Problem, was ich hier habe, augenscheinlich wird dran gearbeitet, aber innerlich, unterbewusst, wird ganz stark dran festgehalten. Und ich habe dich hier in den nächsten Tagen auch noch nicht so in der Position, wo du sagst, ja, ich habe verstanden, dass das doof ist. Ich habe verstanden, dass das ungesund ist und ich werde mich jetzt aktiv darum kümmern, das zu ändern. Nein, ganz im Gegenteil. Irgendwie versucht man sich das noch schön zu reden und das Ding ist, ich will da gar nicht jemandem die Schuld geben. Das ist menschlich, was hier passiert. Absolut menschlich, dass wir versuchen, aus einer maximal beschissenen Situation das Beste zu machen, aber der Weg ist natürlich irgendwie doof. Ja, das ja. Und noch mal einmal ganz kurz hinterher gesagt, liebe Leute, das ist eine kollektive Legung. Wenn ihr das gar nicht fühlt, ja, dann ist es nicht eure Legung. Versucht nicht krampfhaft irgendwas Schlechtes in eurem Leben zu finden, nur weil eine Kartenlegerin das gesagt hat. So. Ja, ach Mensch, das habe ich, ich habe das so gewusst. Also, lieber Schütze, wir haben hier nochmal die Karte der Scheuklappen, ne? Das ist so eine ganz, ganz schwierige Energie, weil man sitzt irgendwo und konzentriert sich nur darauf, was man hat oder was man nicht hat und lässt deswegen baut man irgendwie so unterbewusst so Blockaden auf, sodass das, was man eigentlich haben möchte, was man eigentlich gerne sich wünscht im Leben, einen gar nicht mehr erreichen kann, weil man es gar nicht mehr sehen kann. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Karte. Dieser Mensch sitzt sehr missmutig unter diesem Baum, konzentriert sich nur auf diese drei Kelche, wünscht sich, dass es mehr Kelche werden und ist halt so in seinem Tunnelblick drin und hat so die Scheuklappen auf, dass er gar nicht merkt, dass hier von göttlicher Hand ihm genau das gereicht wird, was er eigentlich wünscht. Ja, und du bist auch gerade in diesem Tunnelblick drin. Gut, ich habe dein Umfeld könnte ein Anhaltspunkt sein, ja? Beim Umfeld liegt die Hohepriesterin. Die sehen das Ganze relativ gut und relativ klar. Die Hohepriesterin steht häufig für Empfänglichkeit und auch für diesen Blick über den Tellerrand. Wenn du selber gerade das Gefühl hast, du hast Scheuklappen auf und du kannst das irgendwie nicht sehen und siehst auch irgendwie keinen Blick hinaus und hast das Gefühl, du musst dich mit einer maximal beschissenen Situation irgendwie arrangieren und das Beste draus machen, dann geh in dein Umfeld. Guck, dass du jemanden, den du wirklich vertraust, um Hilfe fragst und dir auch eine Meinung holst, wie derjenige das klar und ehrlich bewertet. Ne? Dabei geht es nicht darum, irgendwas schön zu reden, sondern hol dir den Blick von außen. Das darf ich dir an dieser Stelle einmal mitgeben. Die Hohepriesterin sitzt zwischen einer schwarzen und einer weißen Säule und sie hat einfach einen sehr, sehr guten Überblick. Sie kann auch beurteilen, dass es zum Beispiel das Schlechte niemals ohne das Gute geht und genauso umgekehrt. Ne? Es gibt die dunklen Phasen, es gibt die hellen Phasen. Also wenn du jemanden wirklich bewunderst, vielleicht auch für dessen Lebenserfahrung und für dessen Meinung, dann geh da hin und hol dir nochmal einen zweiten Blick auf deine Situation. Wir sind häufig emotional, einfach so involviert und so nah dran an einem Thema, dass uns der objektive Blick komplett verloren geht. Natürlich können wir den nicht haben. Das ist immer eine subjektive Meinung. Objektiv kriegen wir die Meinung immer nur von außen. Und dann habe ich hier ein Rumprobieren. Super. Also wenn du das hier wahrnimmst, ne, dann habe ich plötzlich ein Rumprobieren und auch so ein, ich probiere mal was anderes aus. Ich bin vielleicht nochmal in einer anderen Position und kann mich nochmal da nochmal neu drauf einstellen. Vielleicht finde ich dadurch auch nochmal neue Wege, indem ich einfach nochmal versuche, irgendetwas anders zu handhaben, als es mir sonst in den Sinn kommt. Und langfristig, oha. Schütze, wir haben langfristig, haben wir hier aber auch das kluge Urteil. Beziehungsweise dann bist du irgendwann in der Position, wo du dich entscheiden musst. Und bei der Gerechtigkeit geht es häufig um eine Entscheidung, die lange, lange von langer Hand geplant war und bei der man sich auch, ja, ich sag mal, wie schwanger ist mit dieser Entscheidung, ja? Und das ist vollkommen in Ordnung. Du musst nichts von jetzt auf heute übers Knie brechen, sondern bei der Gerechtigkeit geht es darum, sich auch Zeit zu lassen, alle Fakten auf den Tisch zu legen, alles nochmal von vorne bis hinten durchzuanalysieren und dann wirklich zu einer Entscheidung zu kommen, die dann aber auch wirklich fest ist. Also Fähnchen im Wind ist dann nicht mehr, sondern dann steht man wirklich
auch für immer hinter dieser Entscheidung. Und ich glaube tatsächlich, wen auch immer das hier betrifft, ich hoffe, dass ich ein bisschen Klarheit in deine Situation reingebracht habe. Und ich hoffe, dass ich dir da den einen oder anderen Anhaltspunkt bringen konnte, damit du eben aus dieser traurigen, schwierigen Stimmung mit dem gebrochenen Herzen und den Tränen und der Teufelssituation irgendwie rauskommst. Ja? Okay, ihr Lieben, dann schließe ich diese Legung. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es tut mir leid, wenn ich dem einen oder anderen zu schnell durchgebrettert bin. Aber wie gesagt, ich versuche, es kurz zu halten bei den Wochenlegungen. Meine Lieben, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt es, wenn das jemand sehen soll. Und lasst gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da. Meine Lieben, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.